Welcome to the Star Wars Show Germany. The Star Wars Show Germany, Cosplayer and Fans. Das wäre schön, wenn man da so eine Sendung hätte. Haben wir nicht. Willkommen, ihr Community Wohnzimmer. Star Wars Community Wohnzimmer bei Facebook. An alle zwischen 14 und 34 gebildet. Realschule, Gymnasium, Studium. Also alle, die geistig eine Sendung verfolgen können, ohne anzufangen, da in der untersten Schublade eine sogenannte Voice Control durchzuführen. Meiner einer macht spontan Videos, ihr kennt mich, ich wiederhole mich nicht, das ist eine Firma hier mit Star Wars groß geworden, richtig groß geworden und mit Star Wars gearbeitet, richtig Geld verdient und da sind wir beim Thema. Star Wars geht nur noch ums Geld, euch persönlich und Disney sowieso. Wie alles mal erfunden wurde, hatten wir einen riesen Spaß daran, weil es neu war. Funke, nagelneu. Sowas von neu, weil noch nie da gewesen. Und weil es noch nie da gewesen war, waren auch wenige bereit, in einem sogenannten Wohnzimmer, damals Kinderzimmer, auf einem kleinen Fernseher Raubkopien von Star Wars anzusehen, auf VHS, weil die Vermarktung noch gar nicht so angelaufen ist. Weil gar keiner wusste, dass es Fans gibt. Das ist die Wahrheit im beruflichen Leben. Man weiß ja gar nicht, ob man irgendwie anerkannt wurde, ob das da so gewollt war, wie man es sich ausgedacht. George Lucas in den 70ern ausgedacht als Merchandising für Puppen, für Püppchen etc. Hat nur eine einzige Firma gefunden, die dann Kopien gemacht hat und umgeformt, die Firma Kenner. So, wir wissen alles heute, dass höchstens 12 Figuren ein amerikanisches Kind hatte. Bevor er sie aber erst hatte, waren die auf einem Pappkarton abgebildet. Ja, und dann konnte man die einlösen, Pappe abgeben, Figur mitnehmen. In einer ganz normalen Tüte. So war das. Lose Ware war das. So, die Figuren sahen auch dementsprechend aus. Manche Figuren haben auch gar nicht gehalten und dann brach der Boom ein. Ja, dann lagen die plötzlich auf einem Wühltisch für wenig Geld. Ja, Star Wars geht auch rauf, geht runter und lebt jetzt in der sogenannten Seifenoperblase. Diese Seifenoperblase bei Star Wars entstand 1999 mit Episode 1. Und da wurde uns Anakin vorgestellt. Ja, und dann ging das nachher weiter in die Klonkriege und so weiter und so fort. Wie kam ich jetzt zu Star Wars? So, diese Frage stelle ich mir gerade vor laufender Kamera, um euch diese Frage auch gleichzeitig zu beantworten. Meiner einer kam durch Star Wars, durch THX und vor allen Dingen Century Fox. Dieses monumentale Schawing, Schabum, ihr wisst, wenn das losgeht. Ja? Und wenn dann umgeschwenkt wird. Und dann kam THX mit dem Sound, nachher kam der Digital-Sound und das hat nicht als Filmemacher hochgradig interessiert, weil dadurch das Ganze dramatischer wurde, man war aufmerksamer und dann kam die Stille in einer unheimlich langen Zeit, in einer fernen Galaxie und dann dieses leichte, die leichten Töne, also das hat mich bewogen und das hat mich an Star Wars gebunden. Und dann hatte ich das große Glück, gefragt worden zu sein, möchtest du PR machen, wir müssen die Figuren verkaufen, dies und das. So, die Wahrheit ist nun mal in der Welt des Kommerzes eine andere wie in der Welt des Konsums, wo man hingeht und irgendwas kauft und sich daran erfreut, in den Keller wirft oder irgendwann und so weiter. Ich habe sehr viele Kunden, die sagen, Mann, hätte ich das mal festgehalten, dann wäre ich heute reich. Dann sind wir beim nächsten Thema. Es kann ja nicht sein, dass ich Star Wars Fan bin, um reich zu werden. Das kann nicht sein, dass ich mir eine Figur kaufe, egal welche, die dann ins Regal lege und dann darauf warte, dass ich dafür Geld bekomme. Das ist für mich kein Fan, das hat auch mit Fanismus nichts zu tun. Ich bin totaler Fan. Jeder Kunde weiß, wie günstig er hier was bekommen kann. Ich halte mich also nicht an die Fanpreise, an die Mondpreise oder an das Diktat, ey, die Figur kostet jetzt 25.000 Dollar. Schön für die Figur. Ich habe so manche Figuren gesehen. Meistens sind das die schlechtesten Figuren, die schlechtesten verarbeiteten, die dann bei so Sammlern... Gut, wenn ein Sammler unbedingt viel Geld ausgeben möchte, weil er viel Geld über hat, ist das ja auch
vollkommen in Ordnung. Aber meiner einer vertritt eine Firma, eine Medien- und Copy-Firma und halt auch dieses Merchandise gehört dazu. Meiner einer macht Filme, richtige Filme, die ihr dann auch sehen könnt, aber nicht unter meinem Namen etc., weil das Aufträge sind, weil ich bezahlt werde. So, wegen dem Bezahlen habe ich mich heute vor die Kamera gesetzt und spreche über Star Wars und stelle fest, dass überwiegend Star Wars gar nicht richtig beobachtet wird. So, heute las ich in der Community, dass jeder verwundert ist, dass Eldenreich, also Han Solo Darsteller, 3 Folgen unterschrieben hat. Wer 2016 zugehört hat bei Kathleen Kennedy. Sie sagte, sie wird einen Western, findet das toll, dieses Genre Western, und findet es super, es passt in die Story von Han Solo. So, und dann sprach sie von einer Han Solo Trilogie. Es sollen 3 Filme kommen. Ob sie jetzt kommen oder nicht, dahingestellt. Die PR hat natürlich eine geschickte Sache gemacht, hat es erstmal so verworfen, dann da so hingestellt und negativisiert. Aber durch dieses Negative zieht sich das so langsam hoch zum Positiven. Star Wars wird positiv. Star Wars verändert sich. Rian Johnson sagt knallhart, mir alles egal. Schnitt, Schnitt, Schnitt. Ich mach neu. Er macht neu. Er ist gerade dabei. So, deswegen sitze ich jetzt vor der Kamera und spreche am 24.04.2017, um euch zu sagen, dass in 24.04.2018 und will euch sagen, dass ab 2020 Rian Johnson komplett neu mit Star Wars aufrollen wird. Er wird alles aufrollen. Er wird uns auf eine Tatsache hinführen. Das wird so gemacht, das wird so gemacht, das wird so gemacht. Kennedy, Catherine, / Jar Jar Abrams und Rian Johnson sagen, Fanservice nicht möglich. Sie gehen nicht auf Fans ein, sie sprechen mit Fans etc. pp., aber das sind Ausgesuchte, alles Ausgesuchte. Da sind wir beim Kernthema. Wenn ich ein Ausgesuchter bin, habe ich auch ausgesuchte Filme bzw. kann auch eine wunderbare Show machen. Meiner einer ist genauso wie alle anderen abhängig für so eine Sendung Sachen zu kaufen. Ich meine, dieser BBA hat mir 49,95 gekostet. 49,95 hat dieser gekostet und ist nur eine Keksdose. So, das ist jetzt eingekauft worden, um in dieser Sendung gezeigt zu werden. Auch die Figuren, die ich letztens gezeigt habe, wurden exklusiv für diese Sendung gekauft und vorgestellt, darüber philosophiert und dann werden die irgendwo irgendwie jemanden zugeführt, ein Künstler, der daraus irgendwas macht, oder halt ein Kunde kommt vorbei, du, ich hatte da was gesehen, kannst du mir das geben? Ja, wie zum Beispiel den Yoda. Den Yoda hatte ich euch gezeigt als Book-Version, da ist ein extra Yoda-Buch bei und so weiter. Ja, habe ich hochgehalten, habe ich vorgestellt, ja, der ist wieder weg. Den müsste ich dann neu kaufen. So, wie gesagt, im Medienbereich wird ja auch ausgebildet, hingeführt, den Leuten klargemacht, wie sie mit einer Timeline umgehen können. Diejenigen, die Filme drehen möchten, aber nicht wissen, wie es geht. Das ist mein Job, denen das zu vermitteln. Und mein Job ist es auch, anderen Sachen hier zu vermitteln und zu helfen. Aber ich bin bei Star Wars kleben geblieben, weil da eine Menge gibt. Also es gibt eine Menge Menschen, aber überwiegend verkaufen die. Also ich habe mehr Leute hier, die mir die Figuren verkaufen möchten, statt diese Figuren zu kaufen. So, ich habe für die Sendung hier alles gemacht. Ich baue ja jetzt für 2020 dieses sogenannte Wohnzimmer. Deswegen heißt es ja auch Star Wars Community Wohnzimmer. Dieses Wohnzimmer muss ich schauen, wie groß ich es hinbekomme. Und ich baue es erst dann zu Ende, wenn wirklich noch mehr erscheinen. Ich habe also 4 bis 5 sehr nette, die ich wirklich mag, die auch schon hier waren und mit denen ich arbeiten durfte und von denen auch vieles gehört. Einige hatten sich ja auch hier schon hingesetzt. Heute als Synonym sitzt Yoda hier und begleitet mich sozusagen durch diese Sendung. Star Wars Community Wohnzimmer ist eine Aussage. Ein Wohnzimmer soll Gemütlichkeit ausstrahlen, in einem Wohnzimmer soll man sich zusammensetzen, in einem Wohnzimmer soll man philosophieren und über eine Sache sprechen. So war es vor 40 Jahren auch, nur da genannt Kinderzimmer. In so einem Kinderzimmer, 50 Quadrat,
da bis zu 24 Leute unterzubringen, das war immer etwas heftig. Ein Kollege war ein 16mm Filmer, dann haben wir uns meistens bei ihm getroffen, weil er sich das dann also auch schon so eingerichtet hat. Ich war leider immer beruflich involviert, niemals Fan, ich habe also nicht gespielt oder so. Ich hatte immer die Arbeit, ich musste irgendwie helfen oder sonst was. Ich komme ja nun mal beruflich daher und ja, das sieht anders aus. Also so. Da sind wir beim Restkern des Videoclips hier. Carrie Fisher sagte auch, dass Ryan Johnson ein Arschloch ist. Ne? Also ist klar, der war knallhart und wollte haben und was weiß ich. So, und Mark Hamill brach auch zusammen, das ist richtig, weil er ja wusste, das ist eine Abschiedsszene, er verabschiedet sich. Carrie Fisher hat sich verabschiedet von Star Wars, leider auch richtig. Das war nicht vorherzusehen, dass das passiert. Mark Hamill hat auch emotional, konnte man sehr oft sehen, weil die ganz mit ganz anderen Gefühlen bei Star Wars waren, die jetzt Rian Johnson, Jar Jar Abrams oder Kathleen Kennedy. Für die ist das Ware, für die ist das ein Produkt und dieses Produkt möchten die vermarktet werden. Han Solo, der jetzt kommt im Mai, hat eh schon so einen bitteren Nachgeschmack, weil auch da dieses neue EU-Gesetz kommt über Datenschutz, Rhabarberkirchen und so weiter. Man will uns die Freiheit des Films, die Freiheit des Fotos, also unsere Freiheit des irgendwelchen bildlichen nehmen. Den Amerikanern ist egal, die haben ihre eigenen Gesetze und wie gesagt, wir hier werden dranglasiert, wir werden ausgekoppelt, wir werden zur Seite geschoben. Ja? Man muss, also man hat also an diesem Beruf bald keinen Spaß mehr, weil zu viel da reingebrochen wird, zerbrochen wird und sehr viele, wie gesagt, nur noch auf dem Kapitalismus rumreiten und nur noch drücken wollen und frech sind. So, und Spaß macht sowas nicht, dass das so wird, dass nur noch frech und die unterste Schublade geöffnet wird und ist halt so. Ich habe mit sehr vielen Rechtsanwälten gesprochen, die sagten auch, von irgendwann müssen wir ja leben, ne? Lügen. Betrügen und so weiter. Ja, toll. Lügen und betrügen und so weiter. Hauptsache, sie verdienen ihr Geld. Toll. So, und so sind wir auch bei Star Wars. Star Wars will Geld verdienen. Kennedy will Geld verdienen. Ja. Und jetzt bekomme ich Besuch und muss unterbrechen, wie das immer so ist bei diesen Cut-Videos und melde mich dann gleich wieder. Hallo. Gently. Find the hottest spot. So lange wird der Clip heute wohl nicht. Und heute habe ich auch vieles vor. Darum lenke ich jetzt ganz schnell ein und komme so langsam zum Schluss. Wie sind denn euch die Porks aufgefallen? Also ich habe mir, also wie gesagt, ich kaufe immer alles ein, um es dann vor der Kamera hochhalten zu können, denn meiner einer hat nicht das große Glück, gesponsert zu werden, wie andere, die gesponsert werden. Bitte achtet bei YouTube drauf, was ihr seht, wie es euch dargestellt wird. Es sind meistens Firmen, die euch was verkaufen wollen. Ich bin jetzt hier euer Admin im Star Wars Community Wohnzimmer, denkt sich das Wohnzimmer aus, die Gemütlichkeit, möchte mit euch fachsimpeln, möchte euch kennenlernen und möchte mit euch etwas unternehmen und aus filmisch etc. pp. Wie wir das alles umsetzen dürfen, ab Mai, Juni 2018 weiß ich auch noch nicht, weil man auch nicht mehr allzu viel da machen darf. Es wird also sehr merkwürdig. So, ich halte heute nochmal hier diesen Eierwärmer sozusagen hoch, diesen Pork. Es war lustig zu sehen, wie Chewbacca versucht hatte, diesen zu futtern. Und so weiter. Man hat diesen Vögeln eine gewisse Intelligenz zugemutet, die nachher, wie man sie gesehen hat, nicht intelligent waren. Kein Vogel guckt zu, wenn irgendeiner einen Vogel futtert. Aber egal, Johnsons Freiheit merkt ihr schon, die wird ab 2020 auf uns zukommen. Ich hoffe, er hat nicht noch mehr solche merkwürdigen Sachen davor. Wie gesagt, für die Sammler. Und für die meinen, dass das hier alles Geld bringt, macht, was ihr wollt.
Und wenn wir ehrlich sind, der Ursprung damals war ja sowas. Das war ein Karton. Und dann bekam man später so eine Figur. Das ist ja der Ursprung. Wegen 40 Jahre hat man das nochmal gemacht. So fing alles an. Die Firma Kenner hat dann sowas hergestellt. Erst auf so einer Pappe. Und dann haben die Leute bekommen. Deswegen sprach man auch davon, dass jeder amerikanische Jugendliche, der Star Wars mag, höchstens 12 Figuren in seinem Schrank hat. So, er hat höchstens 12 Figuren in seinem Schrank. Die waren um die 15 cm hoch. Mittlerweile gibt es diese Sachen für günstig Geld und haben sich also auch nicht irgendwo eingeschlichen, dass das hier plötzlich teuer wird. Nur die Vintage-Sachen, die Original-Kenner-Sachen und so weiter, die bleiben teuer, sind teuer. Und wer sich das leisten kann oder sammelt und Geld dafür über hat, hat es ja. Der meiste sagt immer meine Regierung, Ehefrau, die sagt mir was anderes, wenn ich mir den Lego Star Wars Falken da kaufe, 5.000-6.000 Euro oder so. Also wenn einer eine Figur kauft, so wie ich sie jetzt da in der Vitrine habe, ab 1.300, 400, 500, 600, 300, 200. Wenn das hier keine Firma wäre, hätte ich jetzt eine riesen Ohrfeige, bist du bescheuert, da so viel Geld auszugeben. Ja, wer also sehr viel Geld ausgibt für Star Wars, macht es ja mit Sinn, weil für ihn ist es ja eine Art Börse, er will die ja irgendwann mal gewinnbringend verkaufen. So. Hier waren sehr viele, die gewissen Sachen gekauft haben, weil sie wussten, die wären teuer. Ja, ist okay. Man hat mir dann irgendeinen Obolus geboten. Ich habe in dem Moment gesagt, okay, nimm mit. Ja, und dann auf einmal gucke ich nach bei Amazon, wie die alle so heißen. 1000, 1300. Und ich habe die, sagen wir mal, für 100 abgegeben. So, als Händler ist das egal. Die werden abgegeben, die werden günstig verkauft, ob das nun mal diese Version ist oder hier das, diesen Eierwärmer hier als Pork. Ja, die werden irgendwann mal alle günstig verkauft. Das ist aus der Firma Funko Pop. Die Firma Funko Pop, diese Sachen da, diese Wackelköpfe herstellen, da hatte ich auch Kunden, die haben nur sowas gesammelt, die haben also nur Funko Pop, also, ne, also die Wackelköpfe gesammelt. Da ist noch Green Lantern über, der Raiden über und der Khan über von Mortal Kombat. So, ich arbeite auch dran, deswegen lehne ich mich gleich zurück und nehme mal sein spezielles Fachbuch, weil ich mir ein spezielles Programm gekauft habe und da möchte ich gucken, ob dieses Programm tolle Sachen machen kann. Und ja, auch so, damit ihr auch, wie gesagt, das hier ist ja dazu da, auch da hinten, so ein bisschen. Das soll ja ein bisschen begleiten, das soll das Thema begleiten, Star Wars begleiten, soll mich begleiten und soll mich auch ein bisschen inspirieren, darüber zu sprechen. Problem ist nur, ihr wisst, am Film, also am Set, sieht immer alles so nackt und so komisch aus. Und nachher, wenn der Film dann da läuft und so, macht das riesen Spaß. Und wenn ihr so ein Eye-Act da findet, dass Ben Hur plötzlich eine Armbanduhr anhat oder so, oder ein Flieger daher fliegt, das ist so, oder man sieht eine Autobahn, weil die Kamera dann zu hoch war. Das wäre natürlich fatal gewesen, wenn das bei Star Wars passiert wäre, weil die ja alles nachgebaut haben, auch an einer Autobahn. Wenn die Kamera höher gegangen wäre, hätte man halt London sehen können, beziehungsweise in der Ferne natürlich. Und dann diese lange Autobahn und die Felder drumherum. So, wie gesagt, in der heutigen Zeit kann man ja kaum irgendwie fliehen, irgendwo wird man aufgenommen. Irgendwie wird man fotografiert, irgendwo fliegt eine Drohne rum und wie gesagt, man muss halt damit leben und die neuen Verordnungen der EU müssen wir auch mitleben und das Produkt Star Wars ist ein Produkt Star Wars, nichts anderes. Es ist wirklich nur ein Produkt. So, für alle Kunden, ihr wisst Bescheid, für alle Fans, ihr wisst Bescheid. Ob dieser Videoclip gleich hier weitergeht nach diesem Cut, weiß ich nicht, weil man hat mir zwar angekündigt, zwischen 25 und 27 kommen neue Figuren. Das sind brandneue Figuren, Han Solo, Quatsch, ja doch, nicht Quatsch, Han Solo, Carissian, aber die neuen. Ja, die neuen Figuren und natürlich dieser neue Trooper, der den Zug bewacht. Der hat ja extra diese Magnetdinger da, Stiefel. Und im Original sieht sie ja super aus. Also im Original nicht schlecht.
Ja, also wie gesagt, ihr Community, also wenn einer aus der Community dieses Video verfolgt haben sollte bis zum Ende. Ich suche also Leute, die Lust haben mitzumachen in diesem Art von Wohnzimmer, die auch Lust haben Filme zu machen, die auch Lust haben vor der Kamera zu arbeiten. Das ist sozusagen mein Beruf und mein Hobby. So, und wenn ich das als Hobby deklariere, wird es Geld geben. Wenn ich das als Beruf sehe, wird es kein Geld geben, dann bekomme ich Geld, weil ich den Film dann machen muss. So, also wenn ihr Filme haben wollt, kostet Geld. Wenn ich was haben möchte, muss ich Geld bezahlen. So sieht's aus. So, ich sage das auch zum allerletzten Mal. Welcome to the community, Star Wars Wohnzimmer. So, und es macht viel Spaß zu lesen. Nur heute habe ich so viel gelesen und mich gefragt, hey Leute, habt ihr, was für Fans seid ihr? Wenn ihr nicht wisst, was Rian Johnson vorhat, und wenn ihr nicht wisst, was Kathleen Kennedy vorhat, und wenn ihr nicht wisst, was Jar Jar Abrams vorhat, ey, vergesst Lucas. George Lucas is dead. Das hat Kennedy gesagt, das meint die ernst. Und Carrie Fisher hat gesagt, Brian Johnson ist ein Arschloch. Feierabend. So. Hat sie gesagt. So. Aus welchem Grund auch immer. Und Mark Hamill ist auch nicht mehr dabei und will auch nicht mehr so dabei sein. Und Harrison Ford schon mal gar nicht. Ja? Harrison Ford will schon mal gar nicht dabei sein, der war an sich noch nie dafür vorgesehen. Es waren ganz andere Schauspieler dafür vorgesehen. Und so manche Schauspieler, die da vorgesprochen haben, die eine gewisse Größe auch heute noch, muss ich sagen, wäre das natürlich auch verdammt gut sicherlich geworden. Warum wir plötzlich Star Wars Fans wurden, das liegt einfach nur daran, das war die Zeit, es war anders, obwohl es nicht anders war, es war alles nur neu. Ja, Jesus Christ Superstar kam da irgendwie vor, es hat nur wirklich nur noch gefehlt, dass die anfangen zu singen. Ja, dann hätten wir alles gehabt. Ja, Ben Hur da, diese Flugszene da und Jesus, der Auserwählte, ja, und all solche Sachen. Also Cameron hat zu Lucas gesagt, ey, lass es sein und so weiter, weil der Cameron auch eine verdammt große Größe, eine Regiegröße ist und seine Filme sind ja auch absolut bekannt. Und Coppola, nicht Cameron, sondern Coppola. Der Coppola war das, genau. So, Steven Spielberg ist auch sein bester Freund und die drehen ja auch wieder den Indiana Jones, wo Ford dann wieder sein wird. So, und da hat man ja auch mal so einen Sprung zurückgemacht, da war er Jugendlicher und so weiter und so fort. So, und jetzt, wie gesagt, ist Han Solo ein junger Spund, der ein Fliegerass ist, der ein Fahrer ist, also ein Outlaw. Im wilden Westen des Universums. Ne? Er ist also im wilden Westen des Universums. Und ballert da halt mit Laserpistolen und zielt auch aus dem Halfter raus in einem Duell. Ob er uns diese neue Figur sofort umnietet, wissen wir nicht. Wollen wir nicht hoffen, dass das nur symbolisch ist und er da kein Feuergefecht anfängt. So, es werden natürlich sehr viele Outlaws gesucht. Es kommen auch Outlaws andere hinzu, die wir noch gar nicht gesehen haben. Und ich will hoffen, dass der Film nicht so zerschnitten wird, dass daraus wirklich eine Trilogie wird. Mal sehen, die können ja jetzt wirklich alles mit ihm machen. Ja? Die gesamten, die können alles, sie können sogar Leute nehmen aus Universe und aus Legend und was weiß ich, wo überall her. Und, aus 1333, aus Old Republic, also gewisse Figuren, die keine tragende Figur sind, sondern nebensächliche Figuren, aber halt von ihrer Struktur her, von ihrem, könnten die das, wie gesagt, bringen. Ja? Okay, ich lerne jetzt noch ein bisschen und ich hoffe, dieser Videoclip wird auch einigermaßen werden. Sollte er jetzt nach diesem Cut, sollte da noch was sein, dann sind die, dann seht ihr ja, dann werde ich über die Figuren her, nicht herziehen, sondern sprechen. So, ich begrüße euch total und recht herzlich und ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr weiterhin vorbeikommt, wenn wir weiter uns hier unterhalten, die 30 plus Cosplayer und dann die über 30 plus, 40, 55 plus Star Wars Anhänger der alten Generation. Die junge Generation, die gebildete Generation zwischen 14 und 24 sind natürlich auch recht herzlich hier willkommen. Zum Zwecke der Unterhaltung, zum Zwecke des Austauschens, nicht Ankauf, Verkauf. Ja? Also ich bleibe der uralten Version und der allerneuesten Version treu und sollte ich mal Geld überhaben, werde ich diese
12 Figuren sicherlich alle mal ordern und dann ausstellen. Überwiegend sind das Ausstellungsstücke, überwiegend sind das von Künstler hergestellte Sachen, die ich vielleicht nochmal überarbeiten lasse, erneuern lasse für die nächste Sendung. So. Die Sendung ist nicht dazu da, um geliebt zu werden. Die Sendung ist dazu da, dass ihr vorbeikommt, Lust habt, Laune habt, mit mir hier Spaß zu haben und über die Wahrheit und nichts als die Wahrheit über Star Wars zu philosophieren. Ja, dafür ist das gedacht und dafür ist unser Wohnzimmer da. Ne? Star Wars Community Wohnzimmer. So, gemütlich. Dafür wird auch immer ein bisschen. Lieferanten, 2 bis 4 Tage oder 2 bis 7 Tage, also die nächste Woche auf jeden Fall. Das ist ein 4500 3D Full HD Beamer, weil auf 4K gibt es kein 3D, also musste ich einen Full HD Beamer nehmen, also echten, waschechten mit 4500 Ansilumen, dass ich auch in hellen Räumen ein tolles Bild habe. So, den werde ich euch auch vorstellen und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr da mal Lust habt, in einer gemütlichen Runde Star Wars anzuschauen, wie vor 40 Jahren, in einer gemütlichen Runde, lustig und nachher fröhlich darüber zu sinnen, was man da gesehen hat und wie man es empfunden und so weiter und so fort. Also ich habe bis jetzt 40 wunderschöne Star Wars Jahre erlebt, philosophiert, drüber gesprochen und so weiter und jetzt hier die letzte Zeit nur noch elektronisch. Nur elektronisch, da muss man sich schon fragen, was bist du für ein Fan, wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt. Da bist du nur ein Geldfan, das heißt also, du fragst, weil du das Ding hier hast und Geld, ich habe sehr viele, die halten mir das vor der Kamera, du, wie viel kriege ich dafür, wie wertvoll ist das, da stehe ich jetzt nicht so drauf, aber egal, das müsst ihr wissen. Da bin ich noch einmal. Ihr habt eine Hintergrundkulisse von Vögeln etc. pp., weil ich die Tür weit auf habe. Wie gesagt, hier im Shop wird ja auch produziert. Hinter dieser Tür ist ein Studio. Und meine eine hat die Idee, die Star Wars Community Wohnzimmer als Videoversion zu machen. Jetzt hat sich auch gerade einer schon angekündigt, der im Nahkreis wohnt und auch vorbeikommen wollte. Jemand aus der Community, der auch schon sehr lange dabei ist. Ich habe ihn gefragt, wenn er Lust und Laune hat, natürlich am Brückentag, ja, vor dem 1. Mai ist hier der Shop geöffnet. Die Dreharbeiten werden auch getätigt, weil die Star Wars Wohnzimmer soll dann ab Mai dann so langsam kommen und dann den Höhepunkt erstmal beim ersten Han Solo Film dann und so weiter. Und da werde ich mit Spezialkameras unterwegs sein, deswegen habe ich ja die Kameras getestet und war verwundert, dass ausgerechnet die Steadicam hier, die man also richtig rennen und dass die auf einmal nicht wollte, aber die ist in Ordnung, seht ihr, sonst könnte ich diesen Film ja hier gar nicht machen, oder beziehungsweise Videoclip. In der heutigen Zeit muss man eh aufpassen, was man sagt, weil das sind Clips bei YouTube und nicht mehr die Fernsehsendung bei Ultra HD Web TV, sondern sind wir NRW TV. NRW TV Düsseldorf gibt es auch nicht mehr und Uprom TV, Du bist TV gibt es auch nicht mehr. Ja, und du.de Community gibt es auch nicht mehr. Das gibt es ja alles gar nicht mehr. So, meiner einer macht seit über 10 Jahren diese Art von Videoclips, auch mit Animationssequenz und so weiter und so fort. Möchte jetzt aber spaßeshalber, hobbyhalber, nicht beruflich, wer mitmacht, wird bezahlt, ist richtig. Wer mitmacht, bekommt auch richtig Rabatt bei Star Wars. Das ist ein Angebot, das wird sich in diesem Wohnzimmer werde ich das noch irgendwie auf den Weg bringen. Also wer mitmacht, Star Wars Community Wohnzimmer, Star Wars Community Wohnzimmer, hier bei Facebook, sind schon über 1000 dabei.
Und die bekommen natürlich alles etwas günstiger. Die kriegen Rabatte und alles, ist klar, logisch. Weil das alles, was hier eingekauft wird, wird natürlich nach den Dreharbeiten auch verkauft. Das steht ja hier rum, wenn einer vorbeikommt, boah, gefällt mir. Nicht alles kann ich so günstig abgeben. Nee, also so eine Keksdose ist klar. Kann sein, dass ich die wirklich festhalte und gar nicht abgebe. Weil die Kekse da drin unheimlich lecker sind. Ne? So, nein, alles ist machbar. Wer mitmacht bei Star Wars Wohnzimmer, kriegt natürlich die Ware günstiger. Kann auch sich selber vorstellen, kann auch seine Sachen vorstellen. Vereine sind die Cosplayer 30 plus. Also sind alle irgendwie angesprochen. Ich spreche euch jetzt noch einmal an. Wer also wirklich Lust hat, am Brückentag könnt ihr alle vorbeikommen, die da den Brückentag haben sollten. Wann ist denn der? Am 30. Genau, am 30. April. Genau, am 30. April habe ich frei. Am 30. April ist hier offen und am 1. Mai ist leider zu, weil Tag der Einheit da. Arbeit und bla, Tag der Arbeit. So was kenne ich nicht, ich habe immer Arbeit. Aber wie gesagt, ihr seid total recht herzlich willkommen am 30. April irgendwie hier rein zu rauschen. Dann können wir sicherlich was machen, dann können wir uns auch verabreden für den 1. Mai vielleicht, einen Film auf den Weg zu bringen. Auch ihr seid involviert, auch ihr dürft darüber sprechen. Also er freut sich auch drauf, werde euch den Marco Quarta, der schon sehr lange bei uns ist, mal vorstellen, wenn er mitmacht. Wenn nicht, dann muss ich schauen. Also wie gesagt, ihr seid aufgerufen. Marc hat sich zur Verfügung gestellt, er würde es gerne machen. Ich habe auch noch andere gehabt hier, die muss ich auch gleich ansprechen. Und zwar den Klaus Alte Tegleier. Der ist auch online. Den spreche ich jetzt auch an. Den spreche ich auch an und wie gesagt, sind alle im Moment noch in Arbeit. Er hat mich gefragt, wegen Dreharbeiten in seinem Umfeld, sieht nämlich so wie Tatooine aus und da könnte man, oder Java, ich weiß es nicht, er hat mir da einige Bilder zukommen lassen, wo wir drehen könnten, einen sogenannten, genau, Kostümfilm, so nannte man das früher, ein Kostümfilm, ein Star Wars Cosplay-Film, so heißt es heute. Cosplay-Film, früher hieß es Kostümfilm. Da waren auch mal meistens Ritter oder Musketiere da am Weg. Okay, ich frage mal eben, und wie gesagt, sollte die erste Wohnzimmersendung hochgefahren werden, schaltet ein, im Mai geht los mit Star Wars Community Wohnzimmer. So, und daran arbeite ich noch, deswegen habe ich vieles getestet, Resonanztests gemacht und verschiedene Sachen gemacht. Habe dann also auch kontrolliert, wie die Kamera und das andere funktioniert. Funktionierte nicht so. Das war der Panasonic Plasma-Fernseher. Der kam nicht so gut rüber mit der GVC Studio-Kamera. Die irgendwie, das sah so ein bisschen merkwürdig aus. Muss ich gucken, muss ich vielleicht mit Green arbeiten oder mit einem anderen Monitor, muss ich schauen. So, wie gesagt, jetzt trinke ich mir erstmal einen gemütlichen Kaffee, unterhalte mich mit Marc und mit Klaus. Und schauen wir mal, was in der Community so abgeht. Ihr seid total recht herzlich willkommen im Star Wars Wohnzimmer, in der sogenannten Community. Ihr habt das noch nicht gesehen, aber ich, weil ich ja hier verbunden bin, bei der laufenden Aufnahme und bei dem bei dieser Kundenfrequenz, die heute stattgefunden hat, haben wir, durch Zufall kam es, da auch eine Mitteilung von Star Wars selbst rausgehauen wurde, die ich mir sofort besorgt habe. Der absolute Star Wars Overkill, diese Filme und Serien kommen noch. So, die älteren Zuerst-Fan erinnern sich. Wir Alten, natürlich erinnern wir uns. Und dadurch kam es, wir werden eine Star Wars Sendung machen, eine Star Wars Wohnzimmersendung sozusagen. So gemütlich werden wir über die Alten und die Neuen
die 30 plus aufwärts und so weiter und so fort. Dazu lade ich ein Marco Quarta, Klaus Alte Tegleier und Yeshua Nakazahi. Ob ich das richtig ausgesprochen habe, Werde aus Leverkusen, aus Detmold und einmal aus Krai. So, wenn es funktioniert, werden diese vor der laufenden Kamera, wir werden dann die Sendung moderieren und werden dann diese Sendung, diese erste Wohnzimmersendung im Mai dann auf den Weg bringen. Also wie gesagt, die Älteren zuerst. Fan erinnert sich, früher kam alle drei Jahre, wisst ihr ja, alle drei Jahre kam Star Wars Film in die Kinos, wenn George Lucas überhaupt gerade an einer der beiden Trilogien gearbeitet hat. Also, ne? Seit Disney Lucas Filme kauft, hat sich das gewaltig geändert. Nun gibt es jedes Jahr einen neuen Film und es könnte bald sogar noch mehr werden, wie ich es also vorher schon vermutet habe, denn ich unterhalte mich ja immer mit der Führung und die Führung hat da einige Sachen so gegeben. Also helfen tun sie nicht, sie unterstützen diese Sendung auch nicht, das ist alles nicht. Es muss so ein Fan, es muss leider so sein, wie ich sie da auf den Weg bringe, es geht nicht anders. Wenn ich da jetzt einen Kommerzfilm daraus mache, ist nicht erlaubt. Also ich muss hier so einen Fan-Film machen, eine Fan-Serie machen, eine Star Wars Community Wohnzimmer Show bei YouTube. Ich muss mir halt nur einfallen lassen, wie das Ganze, der Jingle, die Unterbrechung und das Ganze euch dann auch gefallen möge. Ne? Also ist wie gesagt jetzt im Konzept, ihr seht das Konzept hier. Ich habe jetzt auch keinen Teleprompter, ich habe hier auch ein bisschen Pech hier mit Facebook, da bricht ja alles ein bisschen zusammen, keine Ahnung, sondern egal dann. Kann sein, dass da irgendwie ein Virus drin ist, muss ich mal nachgucken. Ja. So, wenn es ein Unterhaltungskonzept gibt, der weiß, wie man Geld verdient, dann ist es Disney. Disney ist uralt, Disney macht Geld ohne Ende und ist schon ein Mogul, auf Deutsch gesagt. Bereits zu Lebzeiten des Gründers Walt Disney war die Firma riesig. Mittlerweile gehört sie durch die Übernahme von Lucasfilm, Marvel und nun Fox zu einem der gewaltigen Giganten auf dem Markt. Das stimmt, absolut. So, kein Wunder also, dass die 4 Milliarden Dollar, die Disney von George Lucas für die Rechte des Star Wars, den Namen ja nur, der hat ja nur den Namen verkauft, und Indiana Jones sogar gezahlt hat, wieder verdient werden soll und das möglichst schnell. Ja, Indiana Jones hat er halt auch verkauft. So, zwei Trilogien. Momentan sind laut Disney gleich zwei neue Trilogien aus dem Star Wars Universum in Arbeit. Die arbeiten wirklich schon daran. Die eine schreibt und entwirft Rian Johnson, den kennen wir ja mittlerweile, der mit Star Wars die letzten Jedi in Fankreisen zumindest kontrovers diskutierten Beitrag zur Saga abgeliefert hat. Rian Johnson hat die Fangemeinschaft richtig gespalten, hat richtig gekracht. Der Regisseur hat absolut klar gesagt, dass er nicht an den Teilen 10 bis 12 arbeitet, sondern sich ein anderes Thema für seine Trilogie ausgesucht hat. Er macht was komplett anderes. Welche das ist, verriet der Regisseur natürlich nicht. Ein Datum des Release im Kino kommt auch noch nicht. Aber er ist dran. Er fängt jetzt an, ist fertig, er legt los. Ja, das sind die neuen Sachen. Rian Johnson legt jetzt los. Er ist fertig mit allem und beginnt. Also es kann sein, dass die zeitgleich E9 und einer dieser Trilogien da am Arbeiten sind. Vielleicht auch irgendwie studiotechnisch da absprechen. Aber ich mache das gerade. Okay, dann lassen wir das mit einfließen. Könnte sein. So, nach aufgeregter waren die Fans, also die Hater-Fans und die Wahnsinns-Fans, die ultra-harten Fans, über die Meldung, dass David Benioff und D.B. Weiss, die Showrunner und Autoren von Game of Thrones, von Disney für eine Star Wars-Trilogie verpflichtet wurden. Auch die machen eine. Ja, auch hier gilt, Inhalt der Trilogie ist völlig unklar. Ob sich dahinter die Teile 10 oder 12 verbergen, ist bisher nicht bekannt. Erste Aussage deutet aber darauf hin, dass auch das Duo sich nicht mit direkten Vorsitzenden Saga beschäftigt. Ich komme sofort. Ah, Hallöchen. Hallo, die Nummer. Kunde drohte mit Umsatz, deswegen muss ich unterbrechen. Das ist ja wohl klar. Okay. Ja, wie gesagt, ich werde das aber in der richtigen Wohnzimmersendung zur Sprache bringen. Ihr solltet halt nur wissen, dass es wirklich amtlich ist, dass Disney jetzt knallhart beschlossen hat, es rauscht.
Es wird gemacht, kommen lauter Trilogien, auch Han Solo kommt als Trilogie, aber das war ja klar, 2016 wurde darüber ja geschrieben. So, wir an der Front hier, besonders ich an der Front, habe mich mit denen unterhalten. Wie gesagt, eine totale Unterstützung gibt es nicht. Ob mich jemand unterstützen wird, bei meiner Idee weiß ich nicht. Also drei haben gerade freundlicherweise mich angecallt. Das passt ja halt, die wissen nicht, oder ja, können es ja nicht wissen, dass hier die Idee jetzt gerade in der Arbeit ist. Ich hatte also auch vorhin Besuch, aber wollten leider nicht vor die Kamera und unterstützen auch diese Idee, diese Star Wars Wohnzimmer-Idee. Ich muss nur gucken, wie ich es entwickle, ob ich mit Cosplayern arbeite, selber als Cosplayer auftrete. Ich muss mir das Konzept... kann das Konzept machen, ja? Yanushi? Yashushi? Ich muss fragen, wer wirklich hat. Yashushi aus Leverkusen wird wohl der erste Gast sein. Der zweite wird wohl Marco Quarta sein. Und der dritte wird dann, ich sehe ihn gerade nicht, Klaus Tegeler sein. Klaus Alte Tegeler. No? So, ich weiß nie, wie das richtig ausgesprochen wird, wenn so Konsonanten dazwischen sind. So, für die Hater wird die Sendung nichts sein, ihr könnt dann direkt weiterschalten. Es wird eine gemütliche Wohnzimmerkultur, irgendwie eine sogenannte Wohnzimmerkultur wird sich da ergeben. Wie gesagt, sollte der Beamer auch zufälligerweise schon geliefert worden sein, dann kämen die halt auch schon in den Genuss des Films, wo wir dann uns drüber unterhalten könnten. Und wie gesagt, alle, die da mitmachen werden, bekommen natürlich Rabatte auf alles. Das kriegen wir schon hin. So richtig umsonst möchte ich es nicht. Das war jetzt zufällig, wurde angekollt, ob ich Zeit, Lust und Laune hätte, da was zu machen. Aber ich kann jetzt mal eben nicht nach Leverkusen, weil das klappt nicht. Hallo, Martin. Ein weiterer Kunde drohte mit Umsatz, deswegen muss ich wieder unterbrechen. Ne? Also, das Wohnzimmer wird nicht unterbrochen. Ich denke mir da sicherlich irgendwas aus. Wer am Wohnzimmer sich dran beteiligen möchte an dieser Sendung, kann sich dann melden. Also, das ist die Vorankündigung. Es ist gut möglich, dass tatsächlich weder Benioff, Weiss noch Johnson an einer direkten Fortsetzung der Hauptsaga arbeiten und dass Disney diesem Erzählstrang nach Teil 9 im kommenden Jahr eine Pause gönnt oder sogar beendet. Ob es nun wieder so lange dauert wie zwischen den ersten beiden Trilogien, das bleibt abzuwarten, wieder vor fette 3 Jahre warten. Bei Disney schätzungsweise nicht möglich, weil Johnson sagte das ja schon. Hallöchen! Und wieder korrekt ein Kunde. Also wie gesagt, Iron Man Regisseur, Game of Thrones Regisseur, Johnson, Abrams, dann die ganzen Co-Regisseure. Star Wars bekommt genauso viel Regisseure fast, oder vielleicht sogar noch mehr, wie Game of Thrones. Ja, die haben fast 16 Regisseure für Game of Thrones. Die beiden, die ich vorhin gesagt habe, Benioff und Weiss, da fragt man sich, ob Star Wars vielleicht doch düsterer wird und für Erwachsene. Wäre nicht schlecht. Disney musste also nicht immer auf die Kinderschiene da fahren. Man hat auch ein bisschen Schiss, dass Johnson wieder so witzig wird. Zu witzig, weil es war ja witzig. So wenn ein Poe Dameron auf einen Flieger zufliegt, der ihn an sich wie ein Fliegenschiss im Will abhauen oder was weiß ich auch immer. Und dann da einen auf Quark macht. Hax, ne? Ey, Hax, ich wollte dir nur sagen, ne? Der so ein dünnes Kerlchen und so. Also witzig. Witzige Dialoge, witzige Monologe, witzige Prologe. Zu viel Witz. Muss man sich dran gewöhnen. An Star Wars neu muss man sich dran gewöhnen. Ich weiß, gefällt nicht jeden, aber ist so. Habe ich schriftlich. Ich habe es also schriftlich. Ich habe mit Amerika korrespondiert. Wie gesagt, Unterstützung gleich null. Ist egal für was. Es darf nur halt
privat sein, und es wird also privat sein, denn wir sind Fans. Also filmisch bin ich ein Fan hier, mache eine Fansendung als Fan und eine sogenannte Wohnzimmersendung, eine Star Wars Community Wohnzimmersendung aus dem Wohnzimmer, in einem Wohnzimmer mit vielleicht vielen oder immer einzeln. Und wie die Sendung nachher zusammengeschnitten wird, werdet ihr dann sehen. Das ist hier die Vorankündigung, die letzte im April. Im Mai geht es sozusagen los. Nächste Woche ist Mai. Und dann ist auch Han Solo da. Dann sind auch vielleicht neue Figuren da. Ich habe ein bisschen Pech mit den neuen Figuren. Die werden dauernd verschoben. Andauernd werden die neuen Figuren verschoben. Ich leider so. So, wie gesagt, ich habe mich mit einigen hier gerade unterhalten. Und ich freue mich halt, wenn das soweit ist, wenn wir da sowas machen, eine tolle Sendung. Ich bin auch bereit, für euch eine Sendung zu machen. Darüber reden wir dann. So, ich fahre den Stuhl mal daran. Ich verdecke gerade hier. Ja. Also, machen wir, bringen wir, tun wir. Schauen wir. Ja. In dem Sinne, trinken wir jetzt ein Käffchen. Ich freue mich schon drauf, wenn es losgeht. Mit Star Wars. Wollt ihr jetzt mal einen schreien hören, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Star Wars Community Wohnzimmer? Ich will es hoffen. Ich weiß es nicht. Ich habe es gerade soeben bekommen. Weil ich es gerade soeben bekomme, habe ich einfach die Kamera angemacht. Ich will davon ausgehen. Ich will davon ausgehen, dass es genau die ist, die ich meine. Meine lieben Freunde, wenn das die ist, die ich meine, dann bin ich heute Abend nicht zu sprechen. Da kriegst du Tränen in den Augen. Ja, da ist sie. Im Original, meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade gekommen. Das Datum sage ich euch nicht, aber es ist erschienen. Es ist da. Yippie-yay. Yippie-yo. Ich unterhalte mich auch gerade. Ich werde das dem Marco sagen. Warte, habe soeben die Blu-ray erhalten. Steelbook. So eben gerade. Wow. Fan sein, verstehst du, Fan sein? Das Teil in den Händen halten. Die Sendung vorbereiten. 3D Steelbook. Steelbook. Ja, das macht Spaß hier. Ja, gerade frisch mir gegeben. Ihr habt es gesehen, ich habe es gerade frisch aufgemacht. Gerade frisch aufgemacht. Ah, herrlich. Da ist sie. Wow. Wow, wow, wow. Muss ein Selfie machen, geht nicht anders. Ja? Ihr seid hier live in der Sendung, voll elektronisch. Ich werde jetzt jemand anderen damit gerade glücklich machen. Da wird es wohl gleich piepen. Das Wort heißt angekommen. Das macht an sich diese Art von Elektronik aus, beruflich gesehen. Ich habe jetzt jemandem Bescheid gesagt, dass die Ware da ist und dieser wird jetzt torpedieren, wenn er nicht gerade schläft. Der hat auch sein Alter, ne? 16 Jahre und immer müde, mehr sage ich dazu nicht. Ne? 16 Jahre und immer müde, aber egal, gerade frisch aus der Schule und wie gesagt, habe ich das mal eben hier verkündet. Ne? Warte, ich weiß auch nicht, wie teuer, da müsste ich nachgucken. Warte, alles drin. Ich kann gleich mal aufmachen, dann gucke ich mal rein. So, wie gesagt, die ist angekommen.
Ich habe auch gerade Bescheid gesagt. Und kann man mal eben auch machen. So. Ja. Machen wir eben auch. Steelbook. Na, ich kenne den Film jetzt auswendig, aber ich habe ihn noch nicht in der Qualität gesehen, den ich mir heute Abend zu Gemüte führe, weil ich 3D gerne sehe. 4K gibt es nicht in 3D, deswegen brauche ich das nicht. Wie immer ist das hier mit diesem Schutz. Das ist wie gesagt dieser Steelbook. Und auch die Rückseite, das ist die Rückseite. Das ist die Vorderseite. Han Solo 24. Mai im Kino. Dann die drei, ne, also einmal die Bonus-DVD, die ich mir gleich rein ansehen werde. Dann die normale und die natürlich in 3D. So, ja, alle drei sind da drin. So, natürlich auch Werbung, ist klar, für die Lego-Fans. Ich bin leider kein Lego-Fan, ich habe auch keine Lizenz für Lego. Deswegen habe ich das hier nicht drin. Ja. So, wie gesagt, Frontseite, Rückseite, Steelbook, alle drei Sachen drin, Bonus und so weiter und so fort. Auch nur einmal bestellt und zwar für mich. Ich verkaufe die nicht. Man kann sie ja bei Amazon kaufen. Man kann sie ja auch. Ja, man kann sie bei Amazon kaufen. Man kann sie bei Mediamarkt kaufen und so weiter und so fort. Ne? So. Ich habe also sehr viele japanische Freunde, chinesische Freunde und so. Ich verstehe leider kein Wort. Diese Buchstaben kann ich nicht. Einige haben sich gerade über die Con gefreut. Ich bereite gerade alles vor für die erste Sendung Wohnzimmer. Star Wars Universe, nein, Star Wars Community Wohnzimmer. So, bereite ich vor und zeige ich euch auch gleich, wenn ich damit fertig bin. Und wollen wir mal schauen, was dabei rauskommt. Wie gesagt, Selfie, ja, kann man auch mal eben, also, ach ja, die schläft. Die schläft. Ich will aber irgendwann mehr piepen, aber nicht während der Sendung. Aber ihr könnt es ja bei Instagram sehen, ihr könnt es jetzt auf der Firmenseite sehen. Mal schauen, ob sie gut geworden ist. Ist gut geworden. So, heute willkommen. So, auch bei Instagram ist es dann jetzt zu sehen. Ne? Hier Instagram. Ne? Instagram war so ein Foto. Man kann noch ein bisschen besseres Foto machen. Wenn das nicht beruflich wäre, würde ich das nicht machen. Muss ich einfach mal dabei sagen. Aber gehört nochmal beruflich irgendwie dazu, das zu machen. Das ist heute diese New Generation. Ich freue mich heute Abend in 3D. Heute Abend in 3D werde ich mir das anschauen. So, jetzt werde ich noch an jemand anderen Bescheid sagen, der auch so ein Star Wars Fan ist. Mal gucken, was die junge Dame dazu sagt. Also, ihr merkt schon, sind alles Damen, die Star Wars mögen, weil mittlerweile ist Star Wars weiblich. Kennedy hat es auch angekündigt. Sie macht es weiblich. 50% ist schon weiblich. Es wird also, ne? Obwohl die anderen Regisseure männlich sind, Game of Thrones zum Beispiel, Biohoff und Weiss. Dann der Iron Man Regisseur ist auch männlich. Also wird schon alles seine Richtigkeit haben. So, ich bin wieder weg.
Star Wars ist da, der Beamer ist da. Jetzt fehlen nur noch die Brillen, dann kann ich sofort in 3D gucken. Bei 4.500 Ansilumen sollte ja die Helligkeit genug sein für 3D. Ihr wisst, sobald ein Monitor umgestellt wird oder ein Beamer umgestellt wird, dann verändert sich das. Ich habe einen sehr teuren Beamer, der hat aber leider nur 2.500 Ansilumen und wenn ich dann auf 3D schalte, wird er mir zu dunkel. Und dann hat er noch Jitterbrillen, die 199 Euro das Stück kosten und nicht auf DLP wie dieser hier. Den werde ich euch aber zeigen. Ich werde ihn auspacken und euch zeigen, damit ihr Bescheid wisst, dass alles stimmt. Denn die Star Wars Sendung ist vorbereitet. Im Moment mache ich es noch alleine. Aber am Samstag und am Montag sind schon welche aus Leverkusen und aus Bottrop, die hier vorbeikommen wollen wegen der Sendung. Und wir werden diese Sendung dann machen, diese Wohnzimmersendung. Und wenn ich bis dahin auch die 3D-Brillen haben sollte, werde ich natürlich auch sofort vorführen und dann schauen wir uns Star Wars nochmal in 3D ein. Und dann können wir dann, wie gesagt, darüber philosophieren. So, ich habe es vergrößert. Ja, kommt jetzt ans Schaufenster, ist klar. Damit alle Bescheid wissen. Und ich mache jetzt mal fette Werbung hier für Han Solo. Den Film. Ja, auch für die Bösen der Bösen. Wie gesagt, waren gerade Amerikaner da, die haben mich hier rumfuchteln sehen. Dann habe ich denen erstmal erklärt, dass this was hier ein Smartphone. Ihr seid hier in einem Smartphone, ihr könnt hier WhatsAppen, Facebooken und so weiter, könnt hier arbeiten, etc. pp. Und wie gesagt, ich mache das eben fertig hier. Mache ein tolles Fenster. Wer da ein Foto machen könnte, dann bei Instagram oder bei Facebook sehen. So, das ist jetzt sozusagen meine eigene Werbung, die ich jetzt hier gemacht habe für die Sendung Star Wars Community Wohnzimmer. So, wollen wir mal schauen. Ich lasse mich jetzt nicht unterbrechen. Ich fand es ja toll, dass ich mir das habe angehört, dass alles angekommen ist. Also, wir sehen uns, wir erleben uns und ich freue mich schon auf den Besuch aus Leverkusen und aus Bottrop. Es freut mich schon, dass, wie gesagt, ganz viele Amerikaner heute hier waren, die geguckt haben. Ist klar, das Schaufenster ist jetzt voll mit Han Solo Werbung, Star Wars Werbung, dann auch mit unserem Wohnzimmer hier, dass wir hier drehen, Werbung. Muss man noch gucken, wie ich es mache. Kommt drauf an, wie viel mitmachen. Wenn ich es mal alleine mache, kann ich es trotzdem Art Wohnzimmer bauen, muss ich schauen. Nur allein Sofa schleppen, das ist ein bisschen heftig. Ne? Also hier ist alles machbar. Wir haben Green Room, Blue Room, wir haben Fotofilmstudio, wir haben alles hier. So, Punkt, fertig, aus. Worum es jetzt in diesem letzten Take geht, ist Han Solo Figuren. Han Solo Figuren sollten alle kommen am 20.04. Hat mich schon gefreut. Ja, auch, komme jetzt gar nicht auf den richtigen Namen. Mal gucken, ob der Name dabei steht. Nee, leider nicht. Er steht nicht dabei, doch. Mal gucken, die neuen Figuren habe ich noch nicht alle so auf dem Sender. Die wollen mich auch foppen da. Ich soll auch irgendwelche Rabattaktionen machen und mehr Geld und so. Da stehe ich jetzt nicht so drauf. Ich will die einfach nur haben und gut ist. Enfys Nest. Also Enfys Nest, also da wo die Colt zieht, also wo Han Solo den Colt ziehen will. Ne? Enfys Nest, ich will hoffen, dass ich das richtig ausspreche. Ich habe das ja alles noch nicht gehört. Enfys Nest oder Enfys Nest, Enfys Nest. Jedenfalls, die sollte kommen. Die anderen Figuren sollten kommen. Und Han Solo mit seinem Driver da sollte auch kommen. Die diversen anderen Figuren sollten kommen. Am 20.04. kriege ich jetzt leider erst am 24. Mai, wenn überhaupt am 5. Juni. Ja, ist halt so, müssen wir durch. Irgendwelche Gags lasse ich mir sicherlich noch einfallen, bestimmt. Und ich schaue da gerade hin. Ihr seid im Wohnzimmer bei Star Wars, in der Star Wars Community Wohnzimmer. Eine neue Sendung über Star Wars. Wie die sich entwickeln wird, weiß ich noch nicht. Muss ich schauen, das ist eine Vorankündigung, die bleibt auch.
mache lang genug Sendungen und ich versuche auch euch ein bisschen zu animieren. Nur ich habe so viele, aber bitte nicht aus München anreisen oder aus Polen oder so. Ist zwar alles lieb und nett, oder aus den aus den Staaten. Ich fand ja auch gerade unheimlich interessant und lustig, dass ich plötzlich hier ganz viele Amerikaner hatte. Ich glaube, es sind Austauschschüler, keine Ahnung. War aber okay. Wegen Star Wars ist klar. Oh, Star Wars. Ja, Amerikaner sind anders unterwegs. Star Wars. Dann hatte ich noch eine Familie, die auf dem Star Wars Trip war. Ah, oh, lass uns gucken. Ne? Und so weiter. Haben aber zwar auch keine Wort verstanden, aber ist egal. Der Junge konnte ein bisschen Deutsch. Also Star Wars verbindet. Ja? Und dieses Wohnzimmer soll Star Wars auch verbinden. Ich bin stolz wie Oscar, dass ich heute... Ich habe genug Beamer, ich weiß. Aber ich habe wieder neun Beamer. Der mit 4.500 Ansiedlungen, das ist verdammt hell. Und 3D mit 144 Kilohertz, normale Brillen, die habe ich auch gerade ganz schnell bestellt, die ich dann morgen bekommen soll. Dann könnte ich Glück haben, dass ich dann morgen schon gucken kann oder halt auf Mai. Ne? Bis dahin werde ich es sicherlich bekommen und wenn ich Glück habe, habe ich auch in der Sendung, in der ersten Wohnzimmer-Sendung für Star Wars Community, dass ich da vielleicht auch neue Sachen in den Händen halte, die ihr vorab noch nicht gesehen habt. Also ich arbeite sicherlich sehr schnell daran und wenn wirklich kommen sollte aus Leverkusen, aus Bottrop, ja, Leverkusen ist schon eine Hausnummer, zwar nicht so weit, aber trotzdem eine Hausnummer. Wer hier erscheint, wird sicherlich Spaß bekommen. Das ist garantiert. Hier waren schon so viele, die Spaß hatten. Also wer kommt, bekommt Spaß Garantie. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Einfach ran da.